Kennen Sie das oder können Sie das nachempfinden, dass Unternehmer genervt und gehemmt sind von vielen Regularien? Ja, das kann man vorstellen, weil es einige Paragraphen gibt, die den Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, auch nicht gefallen. Andererseits können die Mittelständler glücklich sein über den ein oder anderen Paragraphen. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung zum Beispiel. Da würde ich nur sagen, das nützt den Mittelständlern. Denn auch in der Wirtschaft setzt sich in der Regel der Größere durch. Und wenn es dann in der Regel Regeln gibt, die auch den Kleineren schützen, zum Beispiel Regeln zum fairen Wettbewerb, zum Beispiel Regeln gegen Preisabsprachen, zum Beispiel auch Regeln, dass die Bedingungen, die wir bei Arbeitszeiten für alle gelten, auch für die Großen, die sonst per Machtsicht vielleicht darüber hinwegsetzen könnten, das nützt dem Mittelstand. Wir brauchen faire Regeln und ich glaube, da ist der Gesetzgeber schon gut beraten, wenn er solche Regeln schafft. Also die unternehmerische Kultur möchte ich ausdrücklich begrüßen und ich denke, dass dem Mittelstand die Regelungen, die auch wir als Linke vorschlagen, nützen. Wir haben einen riesen Investitionsstau der öffentlichen Hand, des Staates. Der kommt unter anderem daher, weil wir nicht genügend Steuern einnehmen, um die Infrastruktur vernünftig finanzieren zu können. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen ein Steuersystem, das gerechter ist, dann bedeutet das auch, dass wir den Staat in die Lage versetzen, ohne neue Schulden tatsächlich die Infrastruktur zu schaffen, die wir brauchen. Das kommt den Mittelständlern zugute. Die machen das ja. Die sind ja die, die diese Dienstleistungen und diese Produktion erbringen, die über Investitionen angeregt werden können. Insofern glaube ich, dass wir als Linke eigentlich die Mittelstandspartei sind. Also wir können es mal folgendermaßen sagen, was das DIW sagt, das ist ja unverdächtig, sind ja keine Linken. Die sagen, es fehlen 100 Milliarden, um die Infrastruktur in Ordnung zu bringen. 100 Milliarden Euro. In welchem Zeitraum? Im Jahr. Im Jahr. Wir leben zurzeit als Staat auf der Felge. Also die Abschreibungen des Staates sind höher als das, was er neu investiert. Und das müssen wir ändern. Und das kann man nur ändern, wenn man genügend Geld hat. Jetzt können wir das über Schulden finanzieren. Macht übrigens sogar Sinn, wenn es null Zinsen gibt. Dann kann man das auch Schulden finanzieren. Aber es ist immer sinnvoller, das über die Einnahmen zu finanzieren. Schauen Sie, wir haben momentan den Fakt, dass wir eine Verteilung haben, die übrigens auch mittelstandsfeindlich ist. Es ist nur noch das oberste Zehntel der Bevölkerung, die wirklichen Zuwachs haben. Und von dem obersten Zehntel auch nur wiederum das oberste Zehntel, 1%. Da gehen die richtigen Zuwächse hin. Und es käme dem Mittelstand zugute, wenn wir dort ein bisschen mehr zu langen. Und gleichzeitig, was wir wollen, alle Einkommen unter 7.000 Euro monatlich entlasten. Das ist ein Mittelstandsprogramm. Das kommt dem Handwerk zugute. Also was bei uns meines Erachtens fehlt, ist Risikokapital. Das muss man auch entsprechend staatlich unterstützen und fördern. Ich habe mir das angeguckt, auch woanders in Israel zum Beispiel, merkwürdigerweise funktioniert das hervorragend. Da kann man von lernen. Also das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Das Zweite ist aber, dass man die Bedingungen schafft, die auch dazu führen, dass der sich was Neues zu Unternehmen traut, seine Dienstleistung oder Produkte auch absetzen kann. Und das hängt davon ab, in welcher Weise die potenziellen Nachfrager finanziell in der Lage sind, das auch nachzufragen. Und ich glaube, da liegt bei uns ein Riesenproblem. Mir sind schon die ein oder anderen Jobs angeboten worden in größeren Unternehmen. Da habe ich immer gesagt, nee, das machen wir lieber nicht. Auf welcher Seite stehst du da? Auf der Seite von Robin Hood oder auf dem von Sherwood Castle? Ich habe mich dann immer entschieden, das zu bleiben, was ich bin. Wir haben ja viele Unternehmer auch in den Linken, die sind ja bei uns organisiert und machen bei uns mit, weil sie glauben, dass tatsächlich wir ein Programm haben, das ihnen ganz konkret nützt.